zu einer neuen Runde im Euro Truck Simulator Multiplayer. Wir sind immer noch in Aalborg, haben uns da offscreen die Werkstatt gekauft, dass wir einen gemeinsamen Anlaufpunkt haben. Haben uns dann hier auch gleich noch eine Tour gesucht von Aalborg nach Katowice in Polen. Bevor ich es vergesse, wir sind natürlich immer noch zu dritt. Zu meiner Rechten von in Fahrtrichtung aus gesehen haben wir den Varuna. Ja, servus. Und zu meiner Linken den Headhunter Chris. Hallo. So, und ich würde sagen, bevor das Geblinke von dem Warcraft davon noch mehr auf den Keks geht, fahren wir einfach mal los. Jo, ich würde sagen, wir sind vorgefahren. Jetzt könnt ihr euch mal ausmachen, wer von euch vorgeht. Varuna, ne? Ja, hat man so gesagt. Außerdem, jetzt ist es vielleicht noch gut zu sehen, wir haben alle ein neues LKW bekommen. Ach genau, siehst du. Mhm. Wir haben uns mal ein bisschen angepasst. Gut, also Heavy Duty grün-schwarz. Ja, wir fahren hinten raus. Da wo es eigentlich auch rausgeht, da sind wir vorhin aus dem reingefahren. Ah, Lampen, Licht. Diesmal auch schön mit rundum leuchten. Ja. Ich habe aus ästhetischen Gründen natürlich bloß oben eine dran, also oben keine dran, sondern bloß die hinten am Auflieger. Darum musst du ja auch in der Mitte fahren. 1190 Kilometer sind's. Hattest du das schon erwähnt? Ja. Hab ich nicht aufgepasst. Oh, da die Richtung geblinkt. War natürlich gleich zu. Wir bleiben unserem Motto ein bisschen treu, wir sind nachtaktive Fahrer. Ja. Na, links ist frei. Kommt einer entgegen? Wie viel haben wir denn? 20:20 Uhr. Meine Uhr ist 1:10 Uhr. Meine auch. Ja. Ja. Ah, da oben. Ach so, established Ankunft 20:20 Uhr. Ja, 1:11 Uhr. Ja. Ich zieh. Schön leise durch die Ortschaft fahren. Die ganzen Anwohner nicht aufwecken hier. Der Transport dürfen ja eh nur nachts fahren. Alle da? Ja, ja. Seitenspiegel raus. Alles gut. Ja, gibt's mal wieder. Aber wenigstens haben sie gewartet. So macht Spaß. Ah, schön durch die Nacht rum. Aalborg hinter uns. Auf geht's. Was habt ihr denn noch für Neuerungen an euren Platz? Eigentlich habe ich für meinen Teil keine. Aber ihr habt noch so, was ich gesehen habe, so Radkastenbegleitung. Die habe ich dann schon. Kannst du bei dem wohl nicht anbauen? Hm? Nee, nicht. Ja, dann müsst du eine Achse rausnehmen quasi. Ja, ich dachte nicht, weil ich hab's bei mir so einen meines Seinenplatz habe ich bekommen. So, beim einzigen Dreiachser, das ist der DAF. Und der Mercedes, der neue, da kannst du eine Seitenverkleidung anbauen, bei drei Achsen. Ich hab ja schon die Genauigkeit aufgenommen.
85 ist angepeilt im Tempomat, 84 fahre ich. Läuft also. Rollt, sagen wir es mal so. Cool wäre es, wenn jetzt noch so ein Safety Car hinter uns fahren würde. Ja, nicht so wie beim letzten Mal, bitte. Nee, so ist der auch hinter uns bleibt. Mal drüben am Rennen. Wieder eilig gehabt. Ja, Zeitdruck. Wir haben eine Just-in-Time. Haben wir auch. Ja, aber wir haben ja genügend Zeit. Die Challenge dieses Mal ist ja auch unbeschadet. Toi, toi, toi. Ich meine, ich will ja nichts sagen, aber ich habe das relativ unbeschadet hingebracht, die letzte Lieferung. Ja. Das muss 1,2% Schaden. Darum halte ich jetzt auch einen gebührenden Abstand. Ich bin so ungefähr 3-4 LKW-Längen hinter dir. Ich auch hinter mir. Angenehmes Zeitfenster, um zu reagieren, wenn irgendwas passiert. Oh, von hinten kommt einer. Steigt eilig. Ab auf den Standstreifen. Oh. Er hat vorschubsmäßig reingeblinkt, wie ich das gesehen habe von hier. Passiert? Ja, ich hab die Lampen angehabt. Das war ein bisschen arg. Oh, ich auch so stürmisch. Ja. Also, hier ist extremer Wind. Achso, Relight. Ja, ja. Hier bleibt auf jeden Fall. Ja, ja. Oh. War auch dann los. Bei uns ja nicht allzu schwer, wir wohnen ja 50 Kilometer ja, 50. voneinander entfernt. Aber mir ist ein bisschen mehr. Ein Ticken, ne? 7 Stunden, glaube ich. Oder wie weit ist von euch nach Hamburg, nach Berlin? 2 Stunden? 2. Ja, 2,5. Ja, dann sind so 6,5 Stunden bis zu euch von mir aus. Läuft. Aber Berlin ist halt parallel von uns, ne? Hm. Ja, okay. Dann bin ich eher 8. Vor 2 Jahren bin ich mal nach Berlin gefahren von hier aus. Kommst du her? Welchen Ort? Das kann ich jetzt leider nicht verraten. Ich muss euch offline verraten. Oh. Ich bin ja nach wie vor anonym hier. Ich auch. Komm ab. Muss er seine kleinen Geheimnisse haben, ne? Ja. Ich kann nicht ankommen, einer entgegen. Ich sag ja. Und er hat auch seinen rundumleuchten Krams an, aber hat einen schwarzen Müller-Auflieger. Aber weißen, oder? Ist ein weißer? Ja. Es läuft momentan ganz gut, muss ich sagen, ne? Dafür, dass über 3000 Leute auf Server sind. Bin ich. Sind alle in Zügen. Mhm. Die ganzen Frachthäfen. Luxemburg, die Ecke wahrscheinlich, Amsterdam, Rotterdam. Da ist eigentlich immer viel, ne? Die Ecke.
damit hattet ihr schon schlechte Erfahrungen, oder? Ihr redet immer nur von diesen Städten. Ja. Also wir können uns ja mal gerne eine Tour dahin suchen, zu dritt. Genau. Und uns da als Ziel machen, heile anzukommen. Dürfte ein Spaß sein, auf jeden Fall. Ja. War etwas Schlangenlinie, habt ihr an der Kamera angefangen. Ich fahr schön in der Einser-Sicht. In der Ego. Schöne Außenaufnahmen. Von meiner Drohne, die ich nebenbei steuere. Odense. Ja, vorne müssen wir mal rechts weg. Hattest du jetzt eigentlich einen Retarder gekauft? Hatte ich ja, aber eingestellt hatten wir ja noch nicht. Achso, das hatten wir ja vergessen. Oh, 70. Ich muss noch ein bisschen viel. Gut, bergauf wird er eh ein bisschen langsamer. Oh, sind vor allem noch bei 81, aber gut aufgeholt. Also ein klein bisschen mehr Luft lassen. Heute geht es ganz schön flott voran, so an. Die Strecke wenig fliegen sind jetzt rausfahren. So. Geht. Jetzt können wir uns nicht beklagen. Aber es ist relativ hell, dafür, dass es quasi 2 Uhr morgens ist, ne? Also. Ja. Hatten wir auch schon andere Nächte, wo man mal überhaupt gar nichts gesehen hat. Außer den Fernlichtkegel. Müssen wir mal irgendwie von. Ja. Aufschreiben, welche Kamera welche ist. Dass ich dann nicht immer hin und her klicken muss, um irgendeine Kameraperspektive zu suchen. Aber für mich sind bloß 2 Stück interessant. Das ist die 1 und die 2. Ja. Aber die 8 ist auch cool. Wenn es geradeaus geht. Aber die, wo man hin und her switcht. Na, wo er filmen kann, oder? Ja. Für die Außenaufnahmen beim Vorbeifahren oder so. Das ist nichts für mich, da bin ich prädestiniert für, meine Fracht kaputt zu machen und meine LKW. Wenn es geradeaus geht, einfach Lenkrad in Ruhe lassen und gucken, wie sich der LKW bewegt. Weil ich sehe hinter mir einen ziemlich hellen Lichtkegel. Da kommt was von hinten. Echt zügig. Ich sehe es auf der kleinen Minikarte. Und hupt. Dann hupt so viel er will, Hauptsache er war ein bisschen weit rechts drüben. Sieht auch wie so ein Glas auf wieder, ne? Mhm. Ich fahre dann immer halb auf dem Standstreifen, wenn ich sowas sehe. Na, heute sind sie noch relativ langsam. So, auch gerade erstmal knapp 250 Kilometer gefahren. Haben noch 930 vor uns. Ich gehe erstmal Richtung Hamburg. Und von Hamburg dann rüber nach Berlin. Ne, mit der Fähre fahren wir ja nicht, ne? Wir sind ja beim letzten Mal über Rostock gekommen. Genau, diesmal fahren wir nur lang. Fahren wir ja. Und die Brücke. Jetzt nimmt der Verkehr aber schon zu. Ja. Und solange es auf der Gegenfahrbahn ist, ist mir das alles ganz egal. Ja. Gut, ich habe auch kein Problem damit, wenn bei uns voll ist. Hauptsache, die fahren ja alle vernünftig.
weil es auch mal eine Herausforderung wäre, glaube ich, in so einem richtig großen Konvoi zu fahren mit 10 Leuten oder sowas. Aber stelle ich mir auch von der Koordination her recht schwierig vor. Kompliziert vor. Alleine in Ortschaften mit den Ampeln. Ja, dann muss halt die Route ja überall wirklich ganz genau übereinstimmen. Ja. Der Green Gamer wollte auch mal mitspielen, habe ich glaube ich irgendwo gelesen bei dir, ne? Er hatte geschrieben, er kann erstmal doch nicht. Na, guck mal, vielleicht da können wir ja doch mit irgendwo treffen. Immer, das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute, die gerne. Beide ohne Auflieger? Ja. Und Folge. Ich glaube, wir kommen jetzt zur Brücke, oder? Ah, die Brücke dürfte nicht so groß sein, das ist ja bloß hier Nord-Ostsee-Kanal, glaube ich, ne? Wo wir rüberfahren. Ja, das sieht hier so aus. Obwohl die in echt auch schon echt spektakulär ist. Der Nord-Ostsee-Kanal ist da oben nicht. Doch, na klar ist der hier. Der Nord-Ostsee-Kanal ist kurz hinter Hamburg. Kurz ist bei Flensburg. Ich hab da gewohnt in Schleswig-Holstein-Heide. Ich bin über den Nord-Ostsee-Kanal oft gefahren. War aber auf der A7? Ja, der kommt nach Kiel, oder? Also dann noch die 23. Ja, war 23, na A7 ist ja Hamburg und dann biegst du ja auf die 23 ab. Ja, Richtung Kiel. Da kommt dann der Nord-Ostsee-Kanal. Ich bin mal gespannt, wann ich unter die 40 Liter auf 100 Kilometer komme. Ich bin immer noch bei 130. Mit 730 PS wird das wahrscheinlich relativ schwierig werden. 750. Links. Ja, ich bin bei 41,6 im Durchschnitt. Auch einige Leute wieder. Auch bei mir werden die Videos täglich um 12 Uhr kommen. Vielleicht am Anfang nicht bewusst, wann ich die rausbringen soll. Unbewusst trotzdem recht gut dieselbe Zeit getroffen. Genau, beim ersten Video. Auch wieder einer mit Fernlicht an. Du blendest das nicht so wie in echt. So immer herrlich, wenn du aus irgendeiner Senke hochkommst, dir von oben in der LKW mit voller Dachbeleuchtung allen drum und dran entgegenkommt. Das ist blind. Ja, wir können rechts bleiben. Dann am besten noch schön Fernlicht alles drum und dran an. Herrlich. Oh doch, es wird spürbar voller. Hm. Ja, es ist ein bisschen so wie in Real Life auch. Kommst du zu größeren Städten, dann wird's voll. Du merkst du bei uns ja auf der Autobahn auch immer. Aber toi toi toi, noch kein PKW. Hm, verscheißen. So, wir fahren jetzt wieder rechts ab, fahren doch über Rostock. Rostock Berlin. Ah, wir biegen glaube ich vor Rostock ab. Richtung Berlin eher. Oh, 40.
40er. Ja. Da muss ich mal ein bisschen den Anker werfen. Ich lasse mal mit 50 durchrollen. Ich da mal eh. Am Ende sind die Kurven immer. Boah, die machen gut zu. Ja. Hatte ich zumindest noch zweispurig hier. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auf die linke Spur. Ja, mittlere bin ich. Ich glaube, es ist eine dreispurige, dann können wir doch auf der Mitte bleiben. Ja, so ein Spiel. Voll weg. Der große Abstand hat gerade was gebracht. Nee, du hast gerade wieder gestanden und dann warst du wieder weg. Ja, der fatale Desync. Im Multiplayer von ETS. Und manchmal hast du es gar nicht, ne? Und manchmal. Oh. Seid ihr dran? Ja, ja. Geh ich mal wieder auf. Ungefähr 3 LKW-Längen hinter dir. Dann geh ich mal wieder auf die 85. Ich schon. Ich glaube, wenn du ein bisschen langsam machst, ja. Ja, die machen es immer so: der Führende hält dann die Geschwindigkeit und die dahinter müssen sich halt dann anpassen. Also dementsprechend halt. Aufholen oder auf reagieren halt. Läuft gerade echt gut, muss ich sagen, also. Toll, toll, toll. Oh, meine Zugmaschine hat 1% Schaden, ich hoffe mal wegen Reifen. Ja. Sonst habe ich eigentlich keinen Schaden gehabt. Ach, ich habe beim letzten Reparieren auch mal meine Reifen komplett repariert, also ich werde das wohl doch nicht durchziehen bis zu den 100% Schaden der Reifen. Also ich war bei 18% und das Fahren hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das bei 14, glaube ich. Warum nicht mehr? Das ist sehr schnell ins Schleudern gekommen oder beim Bremsen. Also hat alles das Negative, ne? Ich denke mal auch, mit irgendeinem negativen Einfluss muss es ja schon haben. Ja, aber das ist ja ganz gut gemacht dann. Was war denn eure bisher längste Tour? Ich glaube 2100 Kilometer von Polen nach. Oh. Von Polen nach nach England. Hat auch die ganze Straße gebraucht, gerade bin auch schon auf dem Standstreifen ausgewichen, gerade leicht. Ich habe ihn recht spät gesehen, ich dachte, wer von euch fertig ist, bestimmt. So, wir sind auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin. Also. Hier, Tiere bei Nacht. Tiere? Ja, war glaube ich ein Schildchen. Ja, das war glaube ich so ein Kurvenschild, was diese S-Kurve hier. Ja, das wäre ja auch möglich. So, ich glaube, wir dürfen wieder auf die Mitte fahren. Magdeburg, wäre wieder die Chance gewesen, den Korb mit Wäsche abzuladen. Ich habe meine per Express weggeschickt. Ich habe so einen Altkleidercontainer gehauen, neu eingekauft. Ich muss das ja haben. Die Angestellten waren fleißig. Na gut, ich habe das Geld schon wieder so ziemlich ausgegeben. 300.000 habe ich nur noch 97.000. Mich stört ein bisschen, dass ich hier jetzt so viel will, muss ich echt sagen. Was hast du dir denn gegönnt? 2 LKWs. Ah, da ist heimlich schon wieder die Garage ausgebaut, ja? Gestern schon. Ach ja. Also mit den 76 Millionen habe ich irgendwie eigentlich gar keinen Anreiz. Was soll ich denn jetzt nicht machen? Hast du deine Garage schon voll ausgebaut? Nee, dann kriege ich ja noch mehr Kohle. Das stimmt. Hat auch so einen kleinen Nachteil. Das Geld kannst du irgendwann einfach mal gar nicht mehr ausgeben. Ja, weil bei drei ausgebauten Garagen. Das haben wir letztlich mit 2 geraten, hatten wir beim letzten Mal knapp 500.000, ne? Nach 2 Tagen. Nach 2 Tagen, ja. Ja.
Also zwei Tage nicht gespielt und dann ist eine halbe Million an Arbeitssatz reingeflogen. Man, da kaufst du halt wieder eine neue Garage, neue Autos. Kriegst du so viel Kohle. Also im Endeffekt wirst du nie wieder im Hungertuch nagen, wenn man es so nimmt. Der Anreiz ist auf jeden Fall dann irgendwo weg. Ja. Ja, das meine ich mit den Millionen, die ich da rumliegen habe. Aber was soll's, ich persönlich fahre das ja jetzt hier nicht des Geldes wegen. Weil wenn es danach gehen würde, ne, da gibt es ja so Mittel und Wege. Man ganz schnell an ganz viel Geld kommt. Und halt eher so dieses Dampffahren, das ist das, was mir am meisten Spaß daran macht. Aber man kann sich auch mit dem Wegchen das Geld wegmachen vom Konto. Das geht auch. So, wir haben bald schon Halbzeit erreicht, 40 Kilometer. Okay, sonst haben wir die nächste Raststätte ansteuern. Wir schmeißen eine Runde Currywurst Pommes. Du gibst eine raus? Jetzt bin ich dran heute mal. Jetzt aber dann habe ich nur Bockwurst und Kaffee an der Tanke. Ich glaube, wir müssen Richtung Magdeburg weiter, glaube ich. Ja. Ja, das hätte ich gesagt, fahren wir nächste Raststätte kurz runter. Gönnen uns von Headhunter Chris ausgegebene Bockwurst mit Kaffee. Und dann treten wir Teil 2 unserer Reise an. Das ist ein guter Plan. Wird auch eine Currywurst geben. Dann kann der Zeit gespielt. Mal gucken, wie der Ende gleich. Extra scharf, eine doppelte Currywurst. Ich habe nicht mehr gegessen. Da kommt ein Hitze. Aber es nennt sich. Das sollte nicht verdienen. Bauch. Dann war nicht mal angeschrieben, dass da eine Radarfalle ist. So, hier kommt eine Tanke. Wo denn? Ran da. 500 Meter. Ja, da werden wir dann unseren Boxenstopp mal einfach machen. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht mal aufgedeckt, wie es aussieht. Nee. Also die Gegenfahrbahn schon, aber die andere Seite noch nicht. Das sind aber nur 500 Meter. scharfe Rechtskurve. Bisschen sehr früh geblinkt. Ich? Nee, ich. Hinten stehen zwei auf der Autobahn. So, jetzt fahren wir dann rein. Irgendwo da hinten müssten noch irgendwo Parkplätze sein. Was hat die teure Gondel nicht beschädigen? Direkt auf den Parkplatz. Hätte ich gesagt. Ein bisschen vor in die Linie. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an meine Cabrio-Ausfahrten. Da haben wir mich mal auch so gefragt. Noch ein Millimeter. Wenn wir da mit 20, 30 Autos unterwegs sind. Etappenziel Nummer 1 schon mal erreicht. Ja, und wir waren relativ flott unterwegs, knapp 30 Minuten. Also
8 Stunden oder so. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu Kaffee und Bockwurst und dann sehen wir uns in der zweiten Etappe. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.